Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Wir gehen gleich in den dritten Weg, Klonkers Kavern. Los geht's. Wir haben uns in der letzten Folge den Zutritt zu Klonkers Kavern, die dritte Welt, beschafft. Einen einzigen neuen Moment. Könnt ihr in dieser Welt finden. Aber der ist gut versteckt. Yep. Aber habe ich ohne Internet rausgefunden. Das ist mein letztes Puzzleteil. Dort habe ich mit Absicht nicht nachgeschaut, weil ich gedacht habe, das wäre zu einfach. Der Puzzleteil. Aber es war leider dort. Sieht man ja nicht. Krass, das Versteck war das. Man kann die auch besiegen. Mit diesem Schnabel. Was auch immer das ist. Kann man die besiegen. Könnte man auch tun und das respawnte eh keiner. Daher. Zwei goldene Feder. Wir werden die goldenen Feder brauchen in der Welt. Denn wir lernen den goldenen Feder-Move, aber was? Shit, ich hab die ja noch nicht besiegt. Oh, holy shit. Zum Glück im Wasser gelandet. Was ist das? Abwasserkanal? Oder ist es Pisse? Oder was? Ist das für ein... Das ist ja kein normales Wasser. Die macht zwei Schaden. Ich hatte eigentlich auch immer auf das Bild von Banjo-Kazooie eine Honigwabe. Alter, warte. Die freuen die sich immer mehr. Finde ich cooles Detail. Ein Mumuschädel. Der ist meine. Drei Mumuschädel zu breit. Aber ist das Pisse? Oder Abwasser? Ich denke ab. Also, ich würde eher Abwasser hoffen. Weil ich will ja nicht gerne Pisse schwimmen. Ja? Ich bin voll eklig. Nur ein Abwasser. Nee, Ölwasser. Also, entweder Pisse oder Ölwasser. Falls ich mich entscheiden müsste, Ölwasser. Bei Pisse? Bock. In Pisse zu schwimmen. Kann ich mal ganz normal schwimmen. Habe ich noch nie wirklich getan hier. Nee, ist ja nicht. Aber es leckt. In dem Bereich. Ich bin Klonker. Der Müll sehr klein war der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Einfach dringend Luft? Ist das eine Falle oder was? Na gut, wir tun das Beste, was wir können. Weil du willst uns nämlich auch weiter im Puzzleteil zu kommen. Daher. Gut. Schauen wir uns mal die Idee an. Jo, kommen wir noch nicht, also nicht erst probieren. Oder? Nein, wir kommen nicht hoch. Mit Absicht gemacht. Und wir kommen dort anders hoch. Jo, kommen wir noch nicht wirklich hoch. Ich weiß, wo
eine leere Honigware ist. Ich muss kurz nachschauen. Hier. Ist ein ganz gutes Versteck, aber auch nicht. Muss es die Hauptwelt nicht. Ich irre. Leere Honigware hier. Das ist auch sehr schön reinzukommen, hier was. Hier ist einer der leeren Honigwaren. Wo sind die andere? Bei der Ahnung bin ich mir diesmal nicht sicher. Muss ganz kurz schauen. Gut. Wie schafft man es, Klonker zu befreien? Zeige ich euch jetzt mal. Er gibt einen Blasen frische Luft, die wir weiter forschen können. Einfach Schloss. Einfach nur so viel am Schloss drehen. Was? Richtig? Dreimal? Ja. Das ist Dreck, leider. Oh mein Gott, wie sägt. Drei FPS. Aber direkt alle Klongas probieren. Oh mein Gott. Danke für die frische Luft. Aber danke. Thanks. Finde ich aber cool, dass Blasen erschafft, die wir nehmen können. Wir wollen jetzt dringend weitere frische Luft. Und jetzt, dass wir irgendwie nach oben schwimmen, wie ich früher getan habe. Wo ich zum ersten Mal gezeigt habe, bin ich immer nach oben geschwommen, wo ich fast keine Luft mehr hatte.
aber der nicht, aber auch nicht die Blasen, weil ich weiß, der dreidimensional ist. Das ist ganz blöd. Fire Ginger. Ja, gib sie mir doch. Du Fisch. Gesicht. War schon 10 Minuten. Bin später auch auf die Idee gekommen, durch den Schlüssel zu schwimmen. Die Idee hat sich ja sehr schnell. Aber weil ich schon kannte. Dann gibt es hier noch Noten. Ich hoffe, nein, ne? Ich hab nur kurz das gemacht, ja. Nicht, dass sie noch kopieren. Ein Safe State. Also, unser Fortschritt im Prinzip gespeichert, dass ich nicht sterbe. Wenn ich keine Blase bekomme, ist der gut. Okay, sie sind keine Note mehr. Aber ich sterbe. Dazu war es da. Um zu sehen, habe ich genug Zeit? Habe ich keine Zeit? Mal gucken. Ob wir es rechtzeitig nach oben schaffen. Okay, das ist so eine Bar hier auf der Stelle, wo wir uns jetzt befinden. Bei mir. Geile Noten. Ich habe unten ist glaube ich nichts mehr. Weil jetzt ist kein Plan mehr ab, wo Noten sein können. Ich habe da die vorbei. Aber im Grunde gerade abgehakt. Unser erstes Puzzleteil gehört uns. Meine Zähne tun weh, habe zu viel Müll gefressen. Bitte helf Klonk. Ja. Ach du schon noch. Ich weiß ja auch, wie man dir hilft. Aber ihr habt uns weiter kurz reingekommen, spoilert. Ja, ich habe für ihn noch in der Folge oder in der nächsten. Das Geschenk ist natürlich ein weiteres Puzzleteil. Ist ja ganz klar. Das will ja auch jeder haben. Aber erstmal wollen wir die Umgebung erkunden. Och man. Blödes Vieh. Besieg ich einfach. Noch. Hey, was ist das für ein Jump Banjo? Das passt mir aber nicht. Das heißt Banjo und Kazooie und nicht Banjo fällt runter, Kazooie. Ja, aber ein cooler Name, oder? Gibt's auch Banjo Kazooie Schraube locker? Hä?
Digga, nee, halt nicht. Bevor ich noch abkratz. Bevor ich abkratze, hau ich mir ab. Blödes Vieh. Sollte man mal Manieren beibringen. So, jetzt weiß ich, wo die Leroni-Gwabe ist. Aber wenn man ertrinkt, ist man direkt Game Over. So. Okay. Ich mach lieber ein Safe-State, bevor ich sie noch abkratze. Dann verliere ich ja alle Noten. Ja. Ein einziges Poster fehlt. Wo spring ich hin, ich Keck? Wir haben gerade mal, glaube ich, 2 Puzzleteile, ne? Ich will eigentlich ja mit Zahnschmerzen die Nächste aufnehmen. Aufgeben. Ich mache mir auch keinen Plan, lieber Mensch, dass du, ich sag mal, einfach nur die Puzzleteile. Und beende jeweils eine Welt. Ich habe immer so geplant, in 2-3 Parts immer so circa eine 90, in 2 Parts möchte ich sehr häufig gerne 90% abschließen. Hätte auch letztes Mal schon prima funktioniert. Nur ein einziges Puzzleteil gefehlt. Was wir im letzten Part noch holen mussten. Das ist echt planungslos war, aber eigentlich ist es das einfachste. Naja.
Alter. Yes. Ein extra Leben. Jetzt haben wir 6 Leben. Dann fühle ich mich auch gleich sicherer. Da haben wir uns aber wirklich verdient. Nicht. Hier. Gut. Jetzt weiß ich, was wir direkt machen. Ja. Phoenix Part habe ich eine Besonderheit. No, schon. Aber das ist natürlich auch mit Klonk zu tun. Aber in der Folge machen wir es noch nicht. Dann machen wir noch kurz was, bevor wir das Puzzleteil holen. Sicherer gehen. Bei den anderen sind, glaube ich, keine Noten da. Gut, die Hälfte der Noten haben wir schon. Es fragt bestimmt sehr viel. Wo soll ich nie bitte noch ca. 7 Puzzleteile sein? Oder sagt 6? Wo Klonke bekommt mir noch 1? Ich weiß, sehr viele haben das Spiel bestimmt schon mal geschaut und wissen es. Aber ich hoffe, ihr wisst es nicht. Ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Ich wurde einfach abgestoßen. Wie von meinen... Spaß. Boah, es gibt ja auch gar keinen normalen Part. Auf meinem Kanal, oder? Wo nicht irgend so ein bisschen Rage vorkommt. So, das ist die Vertikalität. Och man, ich beklag mich hier. Anzeige ist raus. Ist ja noch schon mal das Game Freak.
Langsam. Anzeige raus. Aber wir können direkt mit das neue aufgestellt. Ja, nichts vorgestarten. Dass ihr seht, was ich damit meine. Also, wir werden in der Network nicht die vierte Welt betreten! Und das kotzt mich jetzt an! Sie hat mich auch im Privatspiel angekotzt! Aber jetzt kotzt sie mich sogar noch mehr an! Hier ist jetzt so eine Beule. Oder Delle, naja, egal, jetzt kotzt sie mich nur noch an. Los, ich mich hoch! Ganz langsam. Sie ja nicht runterfallen, ne? Ich würde so gerne jetzt ein paar beenden, aber ich will nur noch dieses beschissene Post. Shit. Tagezeit. Och man, ich wollte es nicht. Man kann in Klonka rein, jetzt wisst ihr das. Wollte ich euch eigentlich nicht sagen. Wir gehen so schnell wie möglich raus, dass wir in der nächsten Folge damit verbringen können. Ich wollte euch jetzt alles in der nächsten Folge zeigen, erst. Nicht in der Folge. Denn, das habe ich auch alleine herausgefunden. Bei uns der Beginn der Reifen ist der grüne und das ist immer unterschiedlich. Denn ich weiß, letztes Mal war bei mir dort hinten irgendwo. Und nicht dort. So, der Wasserpegel muss steigen. Muss noch der Wasserpegel steigen. Ich wollte weg, wollte ich. Hab noch keinen Bock drauf. Das machen wir irgendwann, aber jetzt nicht. Zahnschmerzen kann man so nicht regeln. Wir werden es auf jeden Fall noch machen müssen. Zum Körper. Aber das wollte ich mir für die nächste Folge aufsparen. Und nicht für die Folge. Fahr nicht runter. Yes! Bootste Teil 3. Damit geht es in... Autsch, der nicht von mir. Bei eurer Spiky King. Aha.